Dann wollen wir direkt losgehen. Es geht um den Jahresrückblick 2020, Erkenntnisse für Trading. Das ist ja immer die eine Sache, dass wir uns natürlich anschauen wollen, was war, aber wir wollen ja immer daraus etwas lernen und eine Erkenntnis ziehen können. Ich denke, wird ganz spannend heute Abend. Ich habe ein paar ganz gute Punkte mitgebracht, die Sie vielleicht so noch nicht wissen oder wo Sie noch auch Ihr Trading noch etwas verbessern können. Ganz kurz, bevor wir starten, wie immer der obligatorische Risikohinweis. Ja, 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit Active Trades und man sollte sich überlegen, ob man das hohe Risiko eingehen möchte, schnell Geld zu verlieren. Ja, ganz klar, ich sage es immer wieder, wir sind in der höchsten Risikoklasse, gerade im Bereich Hebelprodukte, also CFD-Handel, Forex-Handel und auch Daytrading. Das ist einfach die höchste Risikoklasse. Und da steht natürlich auch dem hohen Risiko ein hohes Renditepotenzial gegenüber. Und genau deswegen wollen wir ja auch uns sowas anschauen oder genau deswegen veranstaltet ja auch Active Trade so viele Webinare, damit man da gut vorbereitet ist, weil mit Wissen kann man da natürlich schon viel erreichen. Und genau darum geht's. Ganz kurz zu meiner Person, wer mich noch nicht kennen sollte. Marc Pötter mein Name. Ich bin seit über 12 Jahren professioneller Trader und Investor. Auf der einen Seite großer Freund vom Daytrading, auf der anderen Seite auch ein ganz großer Freund von einer langfristigen Aktienanlage. Deswegen also auch dieses Thema für mich persönlich auch sehr interessant. Einfach, weil wir ein Jahr hatten, ja, was es so noch nie gab, werde ich Ihnen alles gleich zeigen. Und vor allen Dingen auch, dass Sie nachvollziehen können, warum sich gewisse Dinge so entwickelt haben. Ja, Sie könnten mich aus diversen Formaten kennen, bin aber auch zertifizierter Investmentanalyst und bin Geschäftsführer einer eigenen Firma, Smart Markets, und wir entwickeln Handelssysteme. Also wir machen genau das, was ich gerade sagte, auf der einen Seite Daytrading, auf der anderen Seite auch langfristige Aktienanlage. Übrigens, wenn Sie zwischendurch Fragen haben, tragen Sie gerne ein. Ja, das Webinar ist ja ein Live-Webinar. Das heißt also, ich freue mich auch, wenn es nicht ganz ein Monolog ist, sondern ein kleiner Dialog auch. Also wenn Sie da Fragen haben, immer gerne reinschreiben. Denken Sie dran, dass wenn Sie die Frage haben, haben das typischerweise auch andere diese Fragen oder die Nachfrage. So, wir wollen uns vor allen Dingen mal anschauen, was war denn an diesem Jahr anders? In diesem Jahr 2022, als wir das sonst hatten. Und dann wollen wir uns vor allen Dingen anschauen, na, ganz natürlich ganz wichtig, Entwicklung, Aktien, ein bisschen Bonds gucken, ja, Krypto, da werde ich auch noch was zu FTX sagen, Rohstoffe wollen wir uns anschauen. Ja, aber mir ist vor allen Dingen wichtig, dass Sie nachvollziehen können, warum oder woher kommt das überhaupt, dass sich diese Märkte so entwickelt haben. Ja, und dann wollen wir uns auch gucken, gerade auch im Bereich Daytrading, was im Prinzip wir so sehen. Ja, wir handeln dieses Jahr auch anders als die Jahre davor. Das ist für Sie vor allem auch dann interessant, wenn man überlegt, wie soll ich eine Strategie entwickeln? Also soll ich zum Beispiel über 10 Jahre backtesten oder soll ich das eher nicht machen? Und dazu werde ich ein bisschen was nachher sagen. Bleiben Sie dran. Also wichtig ist halt, dass wir erstmal einen Einstieg finden, erstmal uns einen Überblick verschaffen und dann gehen wir auch hinterher in die Handelsplattform. Ja, ich bin mal ein Freund davon, dass wir uns am aktuellen Kurs was anschauen, dass wir uns aktuelle Charts anschauen und dann freue ich mich auch, wenn Sie dazu Fragen stellen, was für sich funktioniert eine Breakout-Strategie noch, funktionieren Oszillatoren noch oder dergleichen. Gucken wir uns dann alles an. Zuerst wollen wir uns anschauen, was waren überhaupt die drei wichtigsten Faktoren. Ich denke, wissen Sie alle, auf der einen Seite, es fing an mit einem Ukraine-Krieg, der immer noch andauert. Ja, war ja wahrscheinlich so gedacht von Russland, dass es ein sehr schneller Krieg wird, ein paar Tage, und man hat es erobert. Es zieht sich immer noch hin. Ja, jetzt kommen ja so langsam Friedensverhandlungen wohl. Also laut französischer Seite ist man auf russischer Seite dafür wohl bereit. Ich weiß es nicht, wir werden sehen, aber das ist natürlich ein sehr beherrschendes Thema und natürlich auch ein Thema, was die Börsen beherrscht. Ja, also mir geht es jetzt weniger darum, dass wir uns über Politik oder irgendwas austauschen wollen, da kann jeder seine Meinung zu haben, da gibt es ausreichend Quellen. Geht mir immer, wenn ich sowas anspreche, darum, wie sieht das oder was für einen Einfluss hat das halt auf die Börse. Und das ist ja genau das, was wir dann auch mal so schön sagen als Analysten, die Fundamentaldaten. Und das ist das, was natürlich dann auch dieses Jahr viel, viel mehr reingespielt hat auf die Märkte, als was wir sonst sehen. Dann haben wir, Sie können es wahrscheinlich nicht mal hören, Thema Inflation. Ja, und die Inflation kommt vor allen Dingen aus den Lieferkettenproblemen und die Lieferkettenprobleme kommen vor allen Dingen daher noch, dass wir immer noch ja, von
quasi von dem Pandemieausbruch, also na, Stichwort Covid, dass wir da immer noch Schwierigkeiten haben. Ja, wir haben es halt jetzt gesehen in den letzten Tagen, super wichtiger Faktor in der Welt ist China. Die haben immer noch, beziehungsweise jetzt gerade lockern sie die Null-Covid-Varianten, das heißt also nicht Varianten, Maßnahmen. Das heißt also, bisher war es so, dass teilweise bis zu 100 Millionen Menschen wurden eingesperrt, also wurden in Quarantäne gesteckt, also ganze riesige Städte abgeriegelt. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute nicht arbeiten können. Und das natürlich auch die Produkte. Und China ist die Werkbank der Welt. Sie wissen es, als Medikamente kommen daher, Chips kommen daher, alle möglichen Dinge. Überall steht ja mittlerweile drauf, Made in China. Und das führt natürlich dann dazu, dass aus dem größten Hafen in der Welt, Shanghai, die Güter nicht mehr rechtzeitig rauskommen. Und das führt dann genau zu diesen Lieferkettenproblemen. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen seit Corona, aber natürlich dann auch nochmal verstärkt mit dem Ukraine-Krieg. Also das ist eines der Hauptprobleme, die wir aktuell haben, ja, diese Lieferkettenprobleme. Und da ist natürlich dann auch so, ja, Angebot und Nachfrage, das kennen Sie wahrscheinlich in einem Chart, ja, diese beiden Kurven. Und da ist es dann natürlich so, in dem Moment, wenn das Angebot, Moment, wo haben wir es, wenn das Angebot, jetzt muss ich mal gucken, also hier, ne, wenn die Nachfrage steigt, ja, dann haben wir natürlich hier im Prinzip einen höheren Preis und das ist im Prinzip ganz genau das, was wir da sehen. So. Und dann damit, das ist aber eigentlich eher quasi die Folge, ist aber natürlich eins der wichtigen Dinge, auch für 2020 ist der Zinsanstieg. Und da will ich Ihnen auch gleich zu ein bisschen was erklären, warum kommt das alles, also was sind so die Überlegungen, und gerade für diejenigen von Ihnen, die vielleicht noch nicht ganz die alten Hasen sind im Bereich Traden und auch vielleicht im Bereich Börse, dass Sie überhaupt das mal verstehen können, nachvollziehen können. Ja, woher kommt das denn? Woher kommt das denn zum Beispiel, dass gerade Technologieunternehmen so abgestraft worden sind, dass wir sehen, dass eine Amazon um 50% verloren hat dieses Jahr, ja, dass sogar Aktien wie Microsoft, Apple verlieren, aber dass gerade vor allen Dingen diese Wachstumswerte deutlich mehr im Schnitt verloren haben als zum Beispiel DAX-Werte. Ja, ganz genau das wollen wir uns alles anschauen. Wer erkennt das Chart? Ich habe es natürlich jetzt hier unten reingeschrieben, aber das ist das Ölchart, der Ölpreis von Brent-Öl. Und hier sehen wir, dass genau mit Ausbruch des Ukraine-Krieges, ja, wir haben hier unten, sehen wir März von 2022, da sehen wir, dass wir dann im Prinzip hier von so einem Kanal dann über $100 hochgeschossen sind, sogar bis in der Spitze auf knapp $140. Und das sind dann genau, also dieser Ölpreisschock, was Sie mitbekommen haben, ich auch an der Zapfsäule, Benzin und dergleichen, Gas wird teurer, das sind ja genau die Themen, die wir aktuell in den Nachrichten immer wieder haben. Ja, das war also quasi zu Ausbruch des Krieges. Wir gucken gleich weiter. Ich möchte Ihnen jetzt noch so ein paar Zahlen zeigen, weil das natürlich alles da halt reinführt. Ja, das ist die Inflation von der EU. Ja, und da sehen wir, weswegen auch die Europäische Zentralbank die Zinsen nach und nach anhebt. Ja, ich werde Ihnen gleich kurz erklären, warum man überhaupt Zinsen anhebt. Wir sehen aber hier, und das ist natürlich aktuell noch problematisch, wir sehen halt hier, dass die Inflation, wir machen eine andere Farbe, dass man es besser sehen kann, dass die Inflation permanent steigt. Also wir sind jetzt hier, also ganz aktuelle Daten, Oktober 22. Wir sehen, dass wir im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 11,5% höhere Preise haben. Ja, und das sieht man ja auch, beziehungsweise alle Hersteller fangen an, selbst Amazon mit der Prime-Lieferung waren, glaube ich, 79 Euro, die man dafür zahlen musste, diesen Jahresbeitrag. Jetzt sind es deutlich mehr. Müsste ich nachschauen, wie viel, aber alle Hersteller oder auch auf dem Weihnachtsmarkt jetzt, der Glühwein kostet 1 Euro mehr und so weiter und so fort. Das sind genau die Punkte, die wir halt hier sehen. In den USA sieht das etwas anders aus. Und das ist auch das, was im Prinzip aktuell Hoffnung gibt, was auch den Märkten aktuell Hoffnung gibt. Dass wir hier sehen, dass die Kurve, die eigentlich im Prinzip auch nur eine Richtung kannte nach oben, dass die nach dem Juni 22 diesen Jahres, dass die eigentlich jetzt aktuell dreht.
Ja, also dass wir quasi jetzt runtergehen. Ja, wir haben natürlich immer noch Inflation und sagen wir mal, so ein Zielkorridor ist ja Pi mal Daumen so, wenn ein Volkswirt etwas gerne hätte, dann wären das so um die 2% Inflation. Das haben wir noch nicht. Aber für uns Börsianer ist natürlich der Trend immer wichtig. Ja, das heißt, also hier sehen wir schon mal, dass sich das Ganze, dieses Inflationsgeschehen etwas abkühlt. Und das ist natürlich eine sehr, sehr positive Nachricht, dass zumindest die USA, und da, die sind ja Vorreiter in allen Dingen, ja, wir werden, oder beziehungsweise das wissen Sie wahrscheinlich auch, die Amerikaner haben auch zuerst angefangen, die Zinsen anzuheben, dann ziehen wir Europäer es hinterher. Also wir machen eigentlich alles so ein bisschen zeitverzögert, wie die Amerikaner auch im Kapitalmarktbereich. Und das ist also von daher schon mal eine sehr gute Botschaft, dass wir da sehen können, dass die Inflation nachgibt. Und hier sehen wir kurz einen Ausschnitt, das war jetzt im August von der Tagesschau. Heizöl und Erdgas treiben die Preise. Ja, das ist ja auch ein Riesenthema in der Politik, ne, mit einer Gaspreisbremse und dergleichen. Also dass vor allen Dingen die Energiepreise daran schuld sind, dass die Inflation so hochkommt. Ne, und das ist definitiv auch richtig. Wir werden uns aber gleich noch was anderes anschauen, was auch wiederum Hoffnung macht. Das ist das gleiche Chart, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und zwar der Ölpreis. Ich hatte Ihnen eben gezeigt, Kriegsausbruch. Ja, ich hatte es ja eingezeigt, März. Und da waren wir hier oben, also auf bis zu 136 Dollar hoch. Das ist der aktuelle Preis. Sie sehen Dezember, also das ist tatsächlich der aktuelle Ölpreis hier, 76. Wir sind ganz stark auf dem Weg nach unten und wir sind auch hier auf dem Weg nach unten. Das heißt also, die Energiepreise sind gar nicht mehr so hoch, wie wir es eigentlich haben. Aber natürlich eine rasante Berg- und Talfahrt, dass es hier so rauf geht und jetzt erstmal wieder runter geht. Und jetzt, wenn wir jetzt nochmal quasi einen zurückgehen und überlegen, was quasi eben bei der Tagesschau dran stand, Heizöl und Erdgas treiben Energiepreise, dann ist natürlich klar, in dem Moment jetzt, wenn wir sehen, dass der Ölpreis sinkt, dass das natürlich wiederum nochmal sehr gut ist für die Preise, dass die nämlich nicht mehr so stark steigen. Ja, und das ist ein Punkt, weswegen jetzt auch wieder die Börsen angestiegen sind. Das gucken wir uns im Prinzip gleich an. Das ist jetzt hier die Inflation Energie USA. Ja, das heißt also rein die Preissteigerung von Energiekosten. Und da sehen wir halt auch, dass die massiv angestiegen ist, ja, bis zu einem Faktor von 40. Und jetzt aber, und das ist quasi seit Juni, was ich Ihnen auch da eben zeigen konnte, sind wir wieder deutlich runtergegangen. Also das heißt, Preise sind da, steigen nicht mehr so doll, beziehungsweise fallen sogar wieder, gerade im Bereich Energie. Ganz wichtiger Faktor. So, und jetzt kommen wir da, wo ich hin wollte mit Ihnen, nämlich auf das Zinsniveau. Ja, weil das ist ja die treibende Kraft bei Aktien, bei Anleihen und so weiter. Wir sehen jetzt hier, das ist jetzt von den Amerikanern, wie gesagt, für uns interessanter, weil wir Europäer machen das einfach alles nur nach, was die Amerikaner uns vormachen. Das ist jetzt wertfrei, ob das gut ist oder nicht, aber es ist einfach so. Und hier sehen wir, dass wir also dann quasi erst in 2022, dass die Zinsen ganz massiv angezogen haben. Ja, wir sollen Richtung 23 werden wir wahrscheinlich so Richtung 5,25% gehen. Ja, dass wir also dann quasi hier nochmal in die Richtung hochgehen werden, sind aber aktuell halt schon bei 4% in den USA. So, und jetzt möchte ich Ihnen zeigen, warum macht man das überhaupt? Ja, und das ist ja das, was im Prinzip interessant ist. Warum hebt man überhaupt Zinsen an, wenn man hohe Preise hat? Ja, und das ist vielleicht nicht ganz so einleuchtend. Das möchte ich Ihnen deswegen probieren, einmal ganz einfach zu erklären. Es gibt eine ganz einfache Formel, die man sich merken kann. Und zwar ist es so, dass alles Geld kauft alle Waren. Das heißt, wir haben also auf der einen Seite die Waren, auf der anderen Seite Geld. Und wenn wir zum Beispiel sagen, wir leben in einer vereinfachten Welt, wo wir Bretter produzieren. Also es gibt genau
einen Menschen, der produziert Bretter und dem gegenüber steht Geld. So, dann sagen wir mal, wir haben 5 Bretter, die es in der Volkswirtschaft gibt. Wie gesagt, alles, was es im Kleinen gibt, geht auch im Großen. Also wenn man diese kleinen Zusammenhänge verstanden hat, dann kann man die Großen auch verstehen. Und wir haben 5 Münzen. So, dann ist es so, dass alles Geld kauft alle Waren. Das heißt also, man würde quasi das Geld ja genau aufteilen. Dann würde genau das entsprechen, dass wir sozusagen ein Brett kostet dementsprechend 1 Euro, ja, wenn das jetzt Euro-Münzen sind. Und hier sieht man halt auch, aus welchem Grund es so ist, wenn man Geld druckt, dass dann sozusagen Inflation kommt, dass dann die Preise steigen. Ja? Oder wie wir es zum Beispiel auch in Deutschland hatten 1923, dass halt dadurch das immense Geld drucken, die Preise steigen. Ja, das zeige ich Ihnen jetzt an einem Beispiel. Wenn wir zum Beispiel sagen, die Notenbank druckt einfach Geld und die druckt nochmal 5 Euro, dann sehen Sie, dass sich die Preise verdoppeln. Ja, das ist der ganz simple Grund, weswegen zu viel Geld drucken dazu führt, dass quasi die Preise so steigen oder dass man dann sogar in eine Hyperinflation kommt. Ja, das im Prinzip ist der Grund. Jetzt zeige ich Ihnen nochmal was im Prinzip passiert. Nehmen wir das mal hier weg, anderes Beispiel. Und dann werden Sie das nämlich auch relativ einfach nachvollziehen können. Ich mache mal hier oben das weg, dass wir ein bisschen einfach rechnen können. So, machen wir das mal wieder weg hier. So. Ja, weil ich glaube, da werden Sie, das wird sehr aufschlussreich sein, dass man mit ganz simplen Dingen sowas halt nachvollziehen kann. So, jetzt gibt es zum Beispiel Lieferkettenengpässe. Ja, oder zum Beispiel durch einen Krieg werden Bretter weggebombt. Dann passiert Folgendes. Dann haben wir meinetwegen zum Beispiel 2 Bretter weniger. Was passiert jetzt, wenn wir im Prinzip weniger Waren haben? Dann wird wieder alles Geld kauft alle Ware. Dann müssen diese beiden hier, also quasi diese beiden Münzen, Moment, falscher Stift, diese beiden Münzen müssen jetzt auf die beiden Bretter aufgeteilt werden. Das heißt, die fallen hier oben weg. Und die kommen hier hin. In dem Moment sehen Sie, die Preise steigen. Ja, das heißt also, in dem Moment, wenn wir eine Angebotsknappheit haben, in dem Moment steigen zwangsweise die Preise. Ja? Das heißt, dieser ganz einfache Mechanismus, alles Geld kauft alle Waren, damit kann man sich das alles super simpel erklären. Und was kann man jetzt sich im Prinzip hiermit noch erklären oder aus welchem Grund ist es denn so, dass quasi Notenbanken sagen, wir wollen so eine Inflation haben von circa 2%. Und aus welchem Grund ist es sogar volkswirtschaftlich richtig, dass man in einem gesunden Maß die Geldmenge vermehrt? Ganz einfach, zeige ich Ihnen nochmal hier. Wir haben wieder unsere Bretter. So, meinetwegen 5 Stück, was wir eben hatten. Und wir haben auf der anderen Seite unsere 5 Münzen, also unsere Geldmenge. Ja, und jetzt im Prinzip wächst die Wirtschaft. Und Wirtschaftswachstum heißt ganz simpel ausgedrückt, dass quasi ja das Bruttoinlandsprodukt wächst. Das heißt also, dass mehr produziert wird oder mehr Dienstleistungen da sind. Ja, spielt gar keine Rolle, ob das hier Bretter sind oder ob das eine Dienstleistung ist oder was auch immer es ist. Es ist irgendeine Wirtschaftsleistung. Ja, das im Prinzip ist wichtig. So, und unsere Wirtschaft wächst. Das heißt also, es werden nicht nur 5 Bretter produziert, sondern es kommt ein Brett dieses Jahr hinzu. Ja, und dann sehen Sie, wenn wir jetzt quasi die Geldmenge konstant lassen, dann würden die Preise sinken. Das ist genau das, was wir dann haben mit Deflation. Ja, weil dann müssten wir quasi die 5 Geldmünzen auf 6 Bretter aufteilen.
Deswegen ist es sinnvoll, dass man dann in dem Maße, wie die Produktivität wächst, ja, zum Beispiel Wirtschaftswachstum 2%, 3%, dass dementsprechend halt auch die Geldmenge wächst. Das heißt, man würde also dann im optimalen Fall dann quasi die Geldmenge so steuern, wie es auch das Produktivitätswachstum darlegt. Ja, und das ist immens wichtig. Wenn man das weiß, dann wissen Sie zum Beispiel auch oder dann können Sie mal drüber nachdenken, ja, was ja, ich sag mal, marketingtechnisch eine ganz tolle Sache ist. Können Sie mal googeln, der Goldstandard. Werden viele von Ihnen kennen, werden wir auch sagen, macht ja eigentlich Sinn. Goldstandard heißt, dass quasi eine Währung goldgedeckt ist. Folglich heißt das, dass jeder Euro ist gedeckt mit einer entsprechenden, ich sag mal, Grämmchen, irgendwas Grämmchen Gold. Gold ist aber endlich. Ja, und jetzt sehen Sie auch, warum der Goldstandard aufgehoben wurde damals. Der wurde nicht aufgehoben, weil da irgendwelche Leute gesagt haben, wir wollen, dass die Währung weich wird oder sowas. Der wurde vor allen Dingen deswegen aufgehoben, weil die Wirtschaft in den 50er, 60er, 70er Jahren massiv gewachsen ist. Heißt also, wir haben das, ich bleibe jetzt immer mal bei den Brettern, wir haben immens viele Bretter hinzubekommen. Das heißt also, wir brauchen, damit wir keine Preissenkung haben, keine Deflation haben, brauchen wir entsprechend mehr Geld. So, wenn wir aber mehr Geld haben, wir können nicht unentwegt mehr Gold produzieren bzw. schürfen. Ja, und das war ein ganz simpler Grund, jetzt von irgendwelchen sonstigen Marktgerüchten oder sonstigen Dingen abgesehen, aus welchem Grund der Goldstandard meines Erachtens, nach meiner Meinung nach, richtigerweise abgeschafft worden ist. Ja, weil quasi das passt nicht zu einem oder sagen wir mal, zu einer Preisstabilität, weil sie zwangsweise mehr Geldvolumen brauchen, wenn eine Wirtschaft wächst. Ja, das kann man sich auch nochmal im Prinzip ganz, ganz klar machen. Wie gesagt, ich bin ein großer Freund davon, dass man etwas im Kleinen erklären kann, im Kleinen aufschreibt. Ja, aber das können Sie ja relativ simpel wissen, dass wenn Sie eine Person sind und Sie essen ein Brotleib und wir sind jetzt im Prinzip 8 Milliarden Menschen und wir müssen Brot essen, ist es ja, denke ich, ganz klar, dass natürlich die Geldmenge, die wir brauchen bei einer Person oder bei 5 Personen, bei einer Familie, die ist natürlich viel, viel niedriger als bei 8 Milliarden. Ja, das heißt also, da denke ich, der Zusammenhang sollte relativ klar sein, dass wir umso größer man wird, dass man da umso mehr Geld braucht. Ganz wichtig noch, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Geld ist für mich ein Zahlungsmittel. Ja, das ist kein Wertaufbewahrungsmittel. Dementsprechend, also immer wenn wir quasi uns vor Inflation schützen wollen, wenn wir solche Dinge machen wollen, da ist es nicht sinnvoll, dass wir Bargeld unter das Kopfkissen legen. Ja, ganz genau deswegen auch, weil wir zwangsweise, wenn eine Wirtschaft wächst, natürlich auch dann mehr Geldmenge brauchen und dergleichen. Ich hoffe, dass das schon mal nachvollziehbar ist. Wenn nicht, gerne reinschreiben, weil das ist mir wichtig, dass dieser eigentlich simple Sachverhalt, der gilt auch im Großen. Und da würde ich mir auch nichts anderes erzählen lassen von irgendeinem in der Politik, der typischerweise ja oder wo die meisten ja gar keinen Abschluss haben. Das ist tatsächlich etwas, so wie es im Kleinen ist, ist es auch im Großen. So, machen wir weiter hier. So, achso, genau. Und jetzt wollte ich Ihnen sagen, aus welchem Grund also, wenn die Geldmenge zu hoch wird, aus welchem Grund hebt man dann die Zinsen an? Genau, das zeige ich Ihnen noch eben und dann machen wir da direkt weiter. So, unser ganzes System funktioniert ja so, dass quasi es eine Zentralbank gibt, meinetwegen die EZB. Dann ist die Bank und hier ist der Verbraucher. Der Herr Pötter, so. Ich möchte mir Geld leihen für einen Fernseher, für ein Haus, was auch immer. Meinetwegen 100.000 Euro. Möchte ich mir leihen.
So, dann ist es so, dass die Bank nicht einfach Geld drucken kann, was man häufig liest, sondern die Bank muss sich auch wiederum Geld leihen, aber nicht die kompletten 100.000 Euro. Die Bank muss zum Beispiel 10.000 Euro leihen und muss dafür einen Zins bezahlen. Ja, meinetwegen, die Bank zahlt an die EZB 0,5% und ich zahle an die Bank meinetwegen 2%. Ja, das heißt also, wir sehen, dass natürlich durch eine Kreditaufnahme sich die Geldmenge erhöht. Ja, in dem Fall quasi 10.000 muss die Bank aufnehmen, darf aber quasi 90.000, da wurde die Geldmenge aufgebläht. Also das heißt, es wurden 90.000 erschaffen, quasi an zusätzlicher Geldmenge, die ja eigentlich gar nicht da ist. Ja, absolut richtig. So, das heißt also, wir haben zwangsweise, ist es so, dass durch Kreditaufnahme, ich schreibe das nochmal drüber, durch eine Kreditaufnahme steigt die Geldmenge. Das heißt also, ja, wir denken wieder an unsere Bretter. In dem Moment durch Kreditaufnahme hier steigt die Geldmenge auf der rechten Seite. Führt wozu? Dass die Preise steigen. So, das heißt also, in dem Moment, wenn ich sehe, dass die Preise zu stark steigen, ist das Mittel der Wahl für eine EZB oder auch für eine FED, dass die sagt, okay, liebe Bank, ich kriege nicht mehr 0,5%, ich kriege jetzt 4%. Ja, und schon sagt die Bank, okay, ich muss aber meinetwegen 2% verdienen. Herr Pötter, Sie kriegen nicht mehr 2%, sondern Sie zahlen jetzt 6%. Und in dem Moment überlege ich mir natürlich, lohnt sich das für mich jetzt noch, dass ich die 100.000 Euro aufnehme oder lohnt sich das nicht? In dem Moment sage ich vielleicht, okay, ich nehme keine 100.000 mehr auf. In dem Moment, wo ich keine 100.000 mehr aufnehme, fallen 90.000 weg. Dann fällt hier unten natürlich auch entsprechend Geldmenge weg. Wenn hier Geldmenge wegfällt, dann steht weniger Geld den gleichen Waren gegenüber und damit sinken die Preise bzw. die Teuerungsrate nimmt ab. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Mechanismus, dass man da einmal weiß, dieses alles Geld kauft alle Waren, ja, und dass die Geldmenge halt, wie gesagt, nichts Festes ist, sondern zwangsweise, ich hoffe, das konnte ich Ihnen nachweisen, zwangsweise mit so einer Wirtschaftsleistung mitwächst oder aber mitschrumpft. Ja, andersrum natürlich, in dem Moment, wenn Sie das Geld billig machen, dann sage ich natürlich auch, gib mir keine 100.000, gib mir direkt 200.000, wenn ich das Geld so günstig bekomme. Ja, das war das, was wir in den letzten Jahren hatten und weswegen dann natürlich auch ganz viele Unternehmen oder auch ganz viele Immobilienfinanzierer so viel Geld aufgenommen haben. Ja, wenn sie es fast kostenfrei kriegen, klar, nehme ich dann im Prinzip Geld auf. Ist das für Sie nachvollziehbar, warum jetzt die Notenbanken die Zinsen anheben? Ja, also aus welchem Grund hier die Notenbank sagt, wir gehen hoch, also einfach, weil die Geld teurer machen wollen, damit Firmen weniger Geld aufnehmen. Wenn sie weniger Geld aufnehmen, ist weniger Geld da. Das heißt, die Geldmenge schrumpft und dementsprechend sinken auch die Preise. Ja, sonst, wenn da noch Fragen sind, gerne nachfragen. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Zusammenhang, was viele meines Erachtens nicht kennen und was auch in der Presse häufig halt falsch dargestellt wird, meines Erachtens. So, hier sehen wir das Bruttoinlandsprodukt von den USA. Ja, da sehen wir eigentlich, dass, obwohl man jetzt immer davon spricht, dass wir in eine Rezession kommen, ist es ja ganz interessant, dass wir hier beim BIP in jedem Quartal positiv sind. Und wir ja eigentlich in einer Rezession waren, zumindest vom BIP her, in 2020. Aber da hat sich eigentlich die Welt darauf konzentriert, auf ein Virus, auf eine Pandemie. Da war eigentlich das Stichwort, dass die Wirtschaft schrumpft, gar nicht mal so ein Riesenthema. Da waren eigentlich eher, wie gesagt, andere Dinge in der Politik Trumpf. Ja, jetzt natürlich sehen wir, dass die Wachstumsraten hier etwas abnehmen, dass halt etwas runtergeht. Aber auch für das vierte Quartal wird ein positiver Wert erwartet für die USA und auch für die EU. Ja,
Ja, hier sind die monatlichen Arbeitsmarktdaten. Wir haben es letzte Woche gehabt, am Freitag. Die sind viel, viel besser ausgefallen, beziehungsweise es wurden viel, viel mehr neue Jobs geschaffen, als man eigentlich dachte. Man ist davon ausgegangen, hier bei der letzten Zahl, dass wir hier in so in dem Bereich so viele Jobs schaffen in den USA. Ja, der Jobmarkt in den USA, der läuft noch, der brummt noch richtig gut, auch wenn die Tech-Firmen Leute entlassen. Aber das werden wir uns halt anschauen, warum die Tech-Firmen Leute entlassen. Genau das werden wir gleich gucken. Hauspreisindex ähnlich, ja, das ist das, wo ich mir mehr Sorgen mache, werde ich übernächste Woche, glaube ich, ist es der Ausblick auf 2023. Ja, wenn Sie an solchen fundamentalen Dingen Interesse haben, seien Sie auch mit dabei, weil da gehe ich genau darauf ein, was so Szenarien sind für 2023, wie gewisse Einschätzungen sind und auch wiederum hoffe ich so aufgearbeitet, dass Sie das alles sehr gut nachvollziehen können und auch für die Zukunft selber so ein bisschen einschätzen lernen. Ja, also der Hauspreisindex, die monatliche Veränderung immer zum Vorjahr. Also sehr interessant oder beziehungsweise sehr, sehr wichtig aktuell, dass wir hier sehen, dass wir jetzt wieder positiv sind. Ja, also dass die Hauspreise nicht weiter sinken, weil das wäre wiederum Zeichen dafür, weniger Nachfrage, also dass natürlich so eine Wirtschaft entsprechend schrumpfen kann. Bevor wir gleich ins Chart gehen, in die Plattform gehen und uns dann, wie gesagt, die einzelnen Trading-Strategien so anschauen oder was besser funktioniert dieses Jahr, was halt schlechter funktioniert, noch was Grundlegendes, was sehr interessant ist, dass Aktienmarkt, ja, und das ist Stand heute, dass der Aktienmarkt und der Anleihenmarkt, ja, dass beide halt, und das haben wir ganz, ganz selten in der Geschichte gehabt, normalerweise ist es so, Aktien fallen, Anleihen steigen oder aber umgekehrt. Das haben wir nicht. Also Frage kommt noch, wo kommen denn die 90.000 Euro aus dem Kredit her? Ist im Prinzip eine, oder ich sag mal, eine Prämie darauf oder eine Hoffnungsprämie darauf, dass quasi das, wofür Sie die 90.000 einsetzen, dass tatsächlich daraus entsprechend eine Dienstleistung entsteht und Sie den Kredit dann wieder zurückzahlen können. Ja, in dem Moment, wenn eine Firma, also es ging darum eben, oder die Frage jetzt, ich hatte eben das Beispiel gebracht, mit den 100.000 Euro Kredit und 90.000 werden ja quasi als Geldmenge geschaffen. Aber genau, das ist richtig, das ist tatsächlich nicht, dass da halt irgendein Wert hintersteht oder so. Das ist erstmal quasi, dass man tatsächlich mit Geld arbeitet, was nicht da ist, mit sogenanntem Giralgeld, richtig, schreibt ein Teilnehmer. Aber letzten Endes ist das, wie wir das so quasi immer so haben, erstmal eine Hoffnung, dass die Person, sagen wir mal ich, der die 100.000 aufnimmt und 90.000 damit ja quasi ungedeckt aufnimmt, dass ich damit etwas kaufe oder etwas produziere, was dann tatsächlich an Gegenleistung dasteht. Also die Hoffnung ist, ich nehme 90.000 auf, die quasi oder dem jetzt kein Gegenwert entgegenstehen und um das nochmal quasi so bildlich darzustellen, sagen wir 90.000, ich nehme 9 mal 10.000 auf, also sind wir mal 6, 7, 8, 9 und dass ich zum Beispiel in dem Maße mit diesen Geldern eine Fabrik baue und entsprechend Bretter baue. Und in dem Moment, wenn ich das tue und ich stehe dann wieder genau dem Geld auch entsprechend Waren gegenüber. Ja, also von daher hat das schon einen Sinn. Also es klingt, ne, was man sonst sagt, man ja die 90.000 Euro, da ist doch Luft, dem steht nichts gegenüber. Absolut richtig, bei Aufnahme nicht. Aber dem steht quasi das Wirtschaftswachstum gegenüber, dass ich damit sinnvoll arbeite und damit produziere, Dienstleistungen mache. So ist unser komplettes System aufgebaut. Ja, und natürlich kann man darüber streiten, ob das System sinnvoll ist oder nicht, aber es ist schon in sich schlüssig, wenn man das Prinzip verstanden hat mit dem alles Geld kauft alle Waren. Aber sehr gute Frage, weil das sind immer so die Knackpunkte, was ist das denn, woher kommt das denn? Ist sozusagen, wenn man das so möchte, ein Vorschuss vom Kreditgeber. So, also kommen wir jetzt hier zurück. Typischerweise ist es so, dass, und das ist ganz anders in 2022 gelaufen, typischerweise ist es so, dass Aktien steigen und Anleihen fallen oder andersrum. Das, was wir hier sehen, ist Aktien fallen und Anleihen fallen. Ja, bunt sind die 10-Jahres-Anleihen vom Deutschen Bund, aber Sie könnten auch jetzt hier amerikanische Anleihen nehmen, das spielt im Prinzip gar keine Rolle. So,
Das, was wir sehen, S&P-Index minus 15%, der Nasdaq, der Technologieindex, minus 25%. Ja, und da ist ja die Frage, wenn wir jetzt hier noch den DAX einblenden würden, ich glaube, da steht year to date nur noch, ich weiß nicht, minus 10% circa oder sowas. Ja, und da ist ja die Frage, woher kommt denn hier diese Diskrepanz zwischen bei DAX minus 10 und bei Nasdaq minus 25%? Jetzt unabhängig davon, dass man sagen kann, okay, Nasdaq ist so raufgegangen, das ist klar, dass die mehr runterkommen als ein Index, der vielleicht so gelaufen ist, der kommt vielleicht so runter. Wäre auch was dran. Aber genau das möchte ich Ihnen jetzt mal eben zeigen, dass Sie das auch nachvollziehen können, weil dann, glaube ich, schließt sich so ein Kreis, warum die Werte das machen, was sie tun. Letzten Endes, es gibt ein Aktienbewertungsmodell, das nennt sich Discounted Cashflow Modell, also quasi eine abgezinste zukünftige Zahlung. Und zwar ist es ja folgendes, wir nehmen an, Sie legen 1.000 Euro an und Sie legen das aufs Sparbuch meinetwegen und bekommen dafür 1% Zinsen. Das heißt ja, dass Sie jedes Jahr, sagen wir mal hier dann, ja, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und so weiter, kriegen Sie immer plus 10 Euro. So. Jetzt ist es so, oder wenn wir jetzt mal quasi davon ausgehen, dass Sie ein Langfristinvestor sind und Sie sagen, ach, also die 1.000 Euro, ich lebe immer nur von den Zinsen und die 1.000 Euro, die werde ich auch meinen Kindern vererben und die werden das auch ihren Kindern vererben. Dann kann man ja sagen, dann sind die 1.000 Euro spielen eigentlich weniger eine Rolle in der Bewertung, sondern letzten Endes ist es doch interessant, was sind die Früchte von diesem Investment? Und das sind diese 10 Euro jedes Jahr. Und da denke ich, da werden Sie mir recht geben, wenn ich sage, für Sie und für mich sind die 10 Euro hier viel interessanter als die 10 Euro, die ich erst 2029 bekomme. Ja, weil die sind ja noch im Prinzip weit weg. So, und genau das ist das, was man quasi macht, dass man halt im Prinzip überlegt, okay, wie ist das denn? Weil ich kann ja quasi mit den 10 Euro, die kann ich ja wiederum anlegen und habe dann quasi, ja, wenn ich die 10 Euro wieder anlege, habe ich hier 10 Cent, die ich plus mache, 10 Cent, 10 Cent, sowieso 10 Cent, ja, also immer die 0,1. So, und das heißt natürlich, dass ich das dann aus den 10 Euro sind jetzt hier, jetzt muss ich kurz rechnen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nochmal 7 Jahre, ja, 6 Jahre, sind ja dann quasi schon aus den 10 Euro, sind hier hinten, die sind dann schon 10,60 Euro wert. So, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, gehen wir mal davon aus, Sie kriegen nicht 1% Zinsen, sondern Sie kriegen 10% Zinsen. Dann kommen wir hier schon auf 1 Euro jedes Jahr zusätzlich. Dann, das heißt also, dann werden aus diesen 10 Euro, die ich hier anlege, sind hier hinten, werden 16 Euro. Das heißt also, ja, quasi diese 10 Euro hier, die sind heute keine 10 Euro wert, sondern die sind deutlich weniger wert, weil quasi 10 Euro, die ich heute schon habe, wenn ich die anlege bei 10%, kriege ich 16 Euro in diesem Jahr. Ja, und genauso quasi kann man das andersrum machen, dass man quasi sagen kann, hier 10 Euro sind hier 16 Euro wert. Also bei einem Zins von 10% jetzt gerechnet. Das heißt also, umso höher dieser Zins ist, zu dem ich Geld anlegen kann, ne, umso mehr wert ist das Geld in der Zukunft. Das heißt aber auch, zukünftige Gewinne, das heißt also, diese 10 Euro hier, die sind, sagen wir mal, sind die meinetwegen bei 0%, sind die hier 10 Euro wert. Bei 10% sind die hier meinetwegen 6 Euro wert und bei 20% sind die vielleicht
3 Euro wert. Heißt also im Prinzip Folgendes: Umso höher das Zinsniveau ist, na, ich mache das jetzt nochmal weg, das heißt also nochmal, um das nochmal ganz klar zu sagen, Zins von 0% heißt 10 Euro 2022 sind auch in 2032 sind auch 10 Euro wert. 10 Euro bei 10% Zinsen sind in 10 Jahren jetzt sogar ohne Zinseszins gesprochen, einfach nur quasi, was ich da jedes Jahr an Zinsen kriege, ohne dass ich das wieder anlege. Ja, da haben wir also quasi bei 10% sind in 10 Jahren 20 Euro wert. Und genau darum im Prinzip geht's. Das heißt also, ein Unternehmen, was in der Zukunft viel verdienen wird, ist heute umso mehr wert, umso niedriger das Zinsniveau ist. Heißt also Folgendes: Wenn wir Facebook haben, konkretes Beispiel, wir haben, oder Meta, schreiben wir auf, wir haben Meta. Ja, so Meta verdient jetzt 10 Euro und wird 2022 20 Euro verdienen. In dem Moment, als wir ein Zinsniveau hatten von 0%, war natürlich diese 20 Euro auch heute 20 Euro wert. Ja, das heißt also, kann man sagen, im Prinzip, ja, wenn wir jetzt einen Aktienkurs mal haben, wo sagen wir, der Wert von einer Aktie wäre dann, wenn es hier in der Zukunft immer 20 Euro verdient, wäre da meinetwegen 20 Euro. In dem Moment, wenn das Zinsniveau steigt und steigt auf 10%, dann sind diese 20 Euro hier nur noch 10 Euro wert. Ja, heißt also, dass gerade bei Wachstumsunternehmen heißt, wir haben jetzt die Gewinne sind relativ klein und erst in der Zukunft, ja, weil die ja stark wachsen, erst in der Zukunft sind die groß. Aber dieser Wert hier, der in der Zukunft groß ist, der ist heute relativ wenig wert, wenn wir ein hohes Zinsniveau haben. Ja, und das im Prinzip ist der Grund, weswegen Werte, Werte, die wir, ja, die relativ, oder ich sag mal, die im Prinzip so wachsen, ja, relativ konstant wachsen, wo also die einzelnen Jahre relativ gleich groß sind, dass sich die in dem Wert bei einem Zinsniveau nicht so groß verändern, ja, wie zum Beispiel DAX-Werte dieses Jahr oder wie zum Beispiel typischerweise Dow Jones-Werte. Wachstumswerte wie Nasdaq, ja, die also quasi so sind, dass die hier hinten stark wachsen. Diese Werte hier hinten, jetzt wo der Zins angestiegen ist, die schrumpfen. Ja, einfach weil die heutzutage wegen dem Abzinseffekt nicht so hoch sind. Ja, und das ist der Grund, weswegen die Wachstumswerte dieses Jahr quasi so stark leiden mussten und halt auch so diese richtigen Wachstumswerte, ja, wenn Sie also quasi mal Wachstumswerte sehen, wie zum Beispiel Zoom, die dann ja minus 87% machen oder so. Aus welchem Grund? Weil wenn Sie Werte haben, die heute nichts verdienen und tatsächlich erst in der Zukunft verdienen, ja, dann werden natürlich, gerade wenn die sehr weit weg sind, diese Werte, werden die heute massiv weniger wert. Ja, das im Prinzip ist der Grund, weswegen Wachstumswerte so stark nachgelassen haben. Ich sehe gerade Fragen kommen, beantworte ich sofort. Ja, Frage kommt, warum ist die Inflation erst dieses Jahr so extrem angestiegen? Die Geldmenge wird doch schon seit mehreren Jahren exzessiv ausgeweitet. Ja, das ist absolut richtig. Kommt daher, dass wir im Prinzip Folgendes sehen oder dass quasi die Geldmenge ja nicht der einzige Faktor ist. Geldmenge ist natürlich ein Faktor, aber halt auch tatsächlich in dem Moment, wenn Sie sehen, dass im Prinzip zu wenig Öl da ist oder dass zu wenig Gas da ist durch so einen Krieg. Das heißt also, ne, wie gesagt, ich mal wieder unsere Bretter ein. Das, was wir jetzt sehen, dass natürlich die Geldmenge, die wurde ausgedehnt. Aber das, was wir jetzt haben, ist im Prinzip, dass hier auf der linken Seite
Güter, Moment, dass hier Güter weggefallen sind. Ja, und dementsprechend, das ist der Grund, weswegen die Preise halt natürlich von knappen Gütern so angestiegen sind. Ja, also das heißt natürlich, ne, die Preise sind angestiegen, aber wir haben natürlich auch ein sehr hohes Wirtschaftswachstum gehabt. Das heißt also, die Preise sind zwar angestiegen, aber wir hatten halt hier auch in der Vergangenheit immer, dass natürlich sehr, sehr viel produziert worden ist. Oder sagen wir, sehr viel Dienstleistung. Nur heutzutage ist weniger Produktion, ist mehr Dienstleistung. Also die Bretter, das kann halt auch eine Taxifahrt sein. Ne? Oder das kann halt auch sein, dass sie irgendeine Software nutzen oder sowas. So, wunderbar. Genau, das war Theorieblock. Ich hoffe aber, dass das Ihnen bei sehr vielen von Ihnen die Augen geöffnet hat, warum dieses Jahr so Dinge sind, wie sie sind und wie sie halt selber sich diese Zusammenhänge mit Inflation, mit Zinsen, mit Lieferengpässen und dergleichen so vielleicht viel, viel besser erklären können, als wenn man halt immer nur irgendetwas liest und sagt, ja, das ist so und ja, die Zentralbank hebt die Zinsen an. Aus welchem Grund überhaupt? Ja, hier sehen wir nochmal den Ölchart. Also das heißt, ja, das geht wieder im Prinzip deutlich runter. Strom ist halt weiterhin knapp. Und das, was ich Ihnen jetzt mal zeigen wollte, ist das, was wir definitiv sehen. Also was ich schon mal so sagen kann, die Volatilität, das heißt die Schwankungsbreite, die hat deutlich zugenommen. Ja, das ist also das quasi, was wir sehen können hier 2022. Dass wir die Schwankungsbreite deutlich zunehmen. Was heißt das typischerweise? Typischerweise heißt das, dass Breakout-Strategien wieder deutlich attraktiver wurden. So. Ja, das heißt also, Breakout-Strategien sind wieder deutlich attraktiver geworden. Was heißt das auf der anderen Seite? Das, was Kunden gerne machen, dass man sagt, der Markt fällt und man kauft im Verlust nach. Ja, das heißt, ich kaufe nach, ich kaufe nach, ich kaufe nach, in der Hoffnung, dass dann natürlich der Preis steigt und wir quasi dann mit diesem Rücksetzer rauskommen. Diese Strategien, die sind definitiv schwerer geworden. Ja, und da ist es einfach wichtig, dass man, und das wird auch nächstes Jahr noch so bleiben, wir müssen aktuell sehr, sehr stark auf die Nachrichtenlage achten. Die Nachrichten sind ganz wichtig und damit meine ich, welche Nachrichten meine ich da? Ja, die drei großen Faktoren, die ich zu Anfang hingeschrieben habe. Wenn irgendwelche Daten kommen zu Inflation, ja, das sind aktuell die Hauptdaten. Aus der Inflation abgeleitet sind natürlich super wichtig Zinsen und daraus quasi abgeleitet. Ja, weil die Zinsen haben natürlich etwas damit zu tun mit generellen Preisen und auch der Arbeitspreis, also das heißt der Lohn, auch Löhne sind Preise, dementsprechend oder deswegen ist halt auch der Arbeitsmarkt so wichtig. Ja, die Arbeit. Aber kommt halt tatsächlich, letzten Endes hat alles einen Ursprung und das sind die Preise, das, was wir uns eben angeschaut haben. Ja, die Preise, die halt dafür zuständig sind, ob wir Inflation haben oder nicht. Und aus den Preisen resultieren Zinsen und daraus resultiert oder die Zinsen sind davon abhängig halt, wie die Preise sich entwickeln mit Arbeit, mit den Arbeitsmarktdaten und dergleichen. Heißt also, wichtig, wenn Sie traden, dass man Folgendes macht, dass man zu irgendeiner Art Wirtschaftskalender geht, zum Beispiel investing.com. Ja, kann man gehen oder auch Forex Factory.com kann man auch machen, dass Sie halt hier einmal sich für diese Woche die Daten anzeigen lassen. Ja, was Sie hier mal gut machen können, dass Sie einmal auf den Filter gehen. Im Prinzip können Sie das so vorausgewählt lassen, wie es ist. Und Sie sagen aber dann hier unten nur, Sie möchten diese drei Bullen sehen. Das heißt also, das sind dann die entsprechend wichtigen Daten. Ja, nur das brauchen Sie, meines Erachtens. Und dass Sie sich das einmal, dann sagen Sie anwenden hier unten. Ja, und dann sehen Sie, dann haben Sie gar nicht mal so viele Daten. Das ist jetzt für die komplette Woche. Ne? Aber Sie sehen halt im Prinzip direkt, wo sind die wichtigen Daten. Ich zeige Ihnen auch gleich, wie so Daten halt reinschlagen können. Ja, hier zum Beispiel EZB-Präsidentin spricht. Und das ist natürlich, wenn die sagen würde, wir müssen die Zinsen weiter anheben, dann hat das halt eine direkte Auswirkung. Und jetzt wissen Sie auch im Prinzip warum, halt auf die Märkte. Ja, das heißt also in dem Moment, wenn die Zinsen angehoben werden, dann werden Technologiewerte wieder weiterfallen.
Zinsentscheide, klar, haben wir gehabt. Wirtschaftsleistung generell, also BIP-Produkte, was wir uns auch eben angeschaut haben, sind halt wichtig. Erzeugerpreise, ja, also generell alles, wo halt irgendwo im Preis drin sind. Das heißt, Erzeugerpreise, ja, also EPI oder VPI, nur das sind quasi, E ist immer Erzeuger. V sind Verbraucherpreise. Also das heißt, ne, dass die Butter nicht mehr 2 Euro kostet, sondern teilweise Markenbutter halt knapp 4 Euro kostet. Das sind Verbraucherpreise. Erzeugerpreise sind typischerweise Vorprodukte. Ja, also was kostet der Meter Stahl? Na, was kostet irgendein Teil für ein Auto oder sowas? Na, das sind die Sachen. Auf die sollten Sie meines Erachtens dringend schauen. Ich werde Ihnen auch jetzt direkt zeigen, warum. Ja, ich gehe jetzt nochmal rüber in den DAX. Ja, gilt aber für alle möglichen Indizes. Beziehungsweise schöner sehen wir es sogar noch im Nasdaq. So. Hier. Das waren zum Beispiel Daten. Ja, das waren die Arbeitsmarktdaten. Das waren die Non-Farm Payrolls. Ja, das, was ich Ihnen eben da gezeigt hatte, dass die quasi 230.000 Jobs geschaffen haben und man dachte, die würden so 30.000 Jobs schaffen. Ja, und das ist genau das, wo dann halt die Kerze dann mal eben, wir schauen es mal gerade, ja, wo die Kerze mal eben von 11.500 Pi mal Daumen innerhalb von 1-2 Stunden auf über 12.000 hochschnellt. Ja, über 600 Punkte. Ja, das ist halt richtig viel. Na, und das sind im Prinzip die Sachen, auf die man tatsächlich achten sollte. Und auch wenn wir jetzt im Prinzip hier mal durchgehen, auch hier sowas zum Beispiel, diese 3 Tage hier, also wo es quasi einen richtigen Crash nochmal gab, das waren Inflationsdaten. Da war die Inflation höher, als man dachte. Ja, und wenn Sie quasi jetzt nochmal überlegen, bis Juni, was wir uns da im Prinzip angesehen haben, ich male es mal quasi hier drüber, bis Juni hatten wir ja da gerade in den USA die Inflation, dass die halt so hoch ging und erst ab Juni ging die Inflation wieder etwas runter. Ja, und jetzt wissen Sie auch, aus welchem Grund halt quasi hier im Juli oder hier im Juni hier die Gegenbewegung kam. Einfach halt deswegen, weil da quasi dann schon wieder die Hoffnung kam, oh, mit der Inflation wird es besser. Ja, dann im Prinzip ging es im Prinzip nochmal runter. Das hatte auch wiederum Gründe gehabt, aber auch wieder fundamental. Aber deswegen stehen wir aktuell auch jetzt hier wieder relativ gut da mit dem kompletten Markt. Das wollte ich Ihnen einmal halt quasi zeigen. Und wenn Sie den Aktienmarkt verstehen, dann verstehen Sie eigentlich auch die ganzen anderen Märkte. Ja, auch zum Beispiel, wenn Sie halt Gold sehen. Ja, Gold im Prinzip ein ähnliches Muster. Gold ist oder ist mittlerweile leider so, muss man sagen. Man kann mit Gold weniger streuen, als das früher der Fall war. Ja, Sie sehen Gold. Auch hier, Gold steigt mit dem Aktienmarkt, fällt mit dem Aktienmarkt. Ja, wir haben leider da nicht mehr so die Streuung. Kommt einfach daher, weil große Anleger entsprechend auch Gold kaufen oder mitkaufen mit Aktien, wie sie halt auch dann mit Aktien verkaufen. Ich wollte auf einen wichtigen Punkt eingehen. Bitcoin, Krypto. Ja, ich denke, dass man im Prinzip hier sehen konnte, ähnlich wie es auch bei Gold ist. Und bei Krypto stellt sich ja auch quasi die Frage, was ist der Gegenwert? Ja, und da ist es meines Erachtens halt nicht so ähnlich wie auch wie bei Gold, dass wir da einen Gegenwert haben, sondern Krypto ist wie Gold, wie jedes andere Wertpapier auch, etwas, ja, wo der Preis subjektiv festgemacht wird. Das heißt, ist mir der Preis für Bitcoin das wert, dass ich ihn kaufe oder nicht? Ja, die Leute, also hier, als wir hier oben waren bei über 60.000, gab es ganz viele Meldungen, dass wir über 100.000, über 200.000 gehen werden. Taten wir nicht, ne, sondern halt auch quasi im Zuge, weil man Geld brauchte, wurde quasi Bit von abverkauft. Und das führte dann dazu, ja, wenn Sie mal in die Nachrichten schauen, dass halt solche Firmen wie FTX, ja, die mittlerweile Pleite anmelden mussten, aus welchem Grund, und das ist ein Kryptophänomen, was daher kommt, dass es noch eine relativ junge Branche ist. Ja, da kann man gar nicht sagen, dass das untypisch ist. Das ist schade, dass, ich sag mal, so eine Branche nicht von alleine lernt, sondern man, also so junge Branchen, die lernen meistens halt durch Schmerz. Und kam daher, weil was machen oder was ist in der Kryptobranche ganz, ganz in Mode gewesen?
was zum Beispiel auch halt FTX gemacht hat. Wenn die sich Geld geliehen haben, ja, das, was ich dann da eben aufgezeigt hatte, mit der EZB und mit der Bank, ja, und dann mit dem Verbraucher, ja, da geht es ja eigentlich im Prinzip nur darum, dass sie ja auch, wenn sie als Verbraucher Geld aufnehmen, müssen sie eine Sicherheit hinterlegen. Ja, typischerweise beim Verbraucher wäre das zum Beispiel das Haus, was er kaufen will. Im Kryptobereich waren diese Sicherheiten kein Haus, sondern da waren bei FTX und auch bei ganz vielen anderen, waren die Sicherheiten, die waren immer Krypto. Das heißt also, Sicherheit war zum Beispiel Bitcoin. Ja, das heißt also quasi, ne, so die Firmen, die sind groß geworden. Das heißt, hier im Aufschwung konnte man eigentlich ganz, ganz viel machen, weil man hatte als Sicherheit Bitcoin und der Bitcoin ist jeden Tag mehr wert geworden. Und das ist das Problem, was wir jetzt haben. In dem Moment, wo der Bitcoin so gefallen ist, sind die Sicherheiten hier, die Sicherheiten, die wir hier haben, die bei ganz vielen Unternehmen sind, die sind auch gefallen. Ja, und das im Prinzip führt halt dazu, deswegen sehen wir auch hier diese massiven Fälle, diesen ganz massiven Abverkauf. Ja, weil quasi ganz viele Unternehmen in der Kryptobranche Schwierigkeiten kriegen, weil die Sicherheiten mit jedem Preisverfall immer weniger wert werden. Ja, und das ist das, weswegen auch, wenn man halt wieder darüber streiten kann, ja, und sagen wir so eine Blockchain mit Sicherheit eine gute Sache ist, ja, meines Erachtens auch die Blockchain sogar ihren richtigen Wert bei ganz anderen Sachen ausspielt, ne, wie nämlich zum Beispiel bei NFTs oder zum Beispiel, dass sie sogar ja quasi das Grundbuchamt gar nicht mehr bräuchten, wenn sie das in eine Blockchain legen würden. Das sind ganz, ganz andere Anwendungsfälle, aber ja, man kann ja durchaus sagen, Bitcoin hat etwas ganz, ganz Tolles Neues rausgebracht. Aber das ist der Grund, weswegen aktuellen Bitcoin oder auch andere Kryptowährungen so stark abverkauft werden. Ja, weil die ganz viele Firmen, die im Bereich Krypto tätig sind, sich über Krypto abgesichert haben. Ja, und das ist auch ein Grund, weswegen ich auch aufpassen würde und meine Tendenz, unabhängig davon, dass wir charttechnisch sagen können, wir sind im fallenden Messer, Abwärtstrend, aber dass wir also auch fundamental wahrscheinlich, dass diese Lawine, die einmal losgetreten worden ist, da auch wahrscheinlich noch weitergehen wird. Werden wir uns auch anschauen, dann im Ausblick für 2023. Also grundsätzlich, und jetzt nochmal, um im Bereich Daytrading wieder zurückzukommen, ja, wenn wir uns da auch so einen DAX anschauen oder so, ich gehe jetzt mal hier auf 5 Minuten. Na, wir haben jetzt diese und letzte Woche haben wir eine relativ ruhige Woche gehabt. Ja, aber Sie sehen halt immer wieder, dass wir diese starken Ausreißer haben. Heißt also, aktuell wichtig oder aktuell interessant sind folgende Strategien. Definitiv Ausbruchsstrategien. Ja, aber sogar, ich mache das mal in Klammern, aber sogar meines Erachtens viel mehr sogar Momentumstrategien. Ja, Momentum heißt, dass halt, wenn man sieht, dass der Markt mal stärker in eine Richtung geht, also sagen wir zum Beispiel, dass Sie sehen, ja, Sie haben mal einen Kurs, der tickert so vor sich hin und auf einmal sehen Sie, dass der so im Prinzip nach oben tickert, dass man dann quasi mit dem Momentum probiert, in die Richtung reinzusteigen. Und das ist dann ganz genau das, was wir hier sehen, ja, dass Sie halt solche Kerzen haben, der Markt geht runter, Momentum wird aufgebaut und dann wird erstmal richtig stark abverkauft. Das haben wir letztes Jahr überhaupt nicht gehabt, davor das Jahr erst recht nicht. Also das heißt, diese Strategien, die quasi in die Richtung des Marktes, dass man also nicht gegen den Markt, sondern in die Richtung des Marktes handelt, das sind die Strategien, die dieses Jahr gut funktionieren und werden wir uns aber auch dann halt im nächsten Webinar mit beschäftigen für den Ausblick 2023, auch vor allen Dingen im ersten Quartal, zweiten Quartal nächsten Jahres auch weiterhin gut funktionieren werden. Grundsätzlich, also das heißt, Vorsicht, wenn Sie ohne Stop-Loss handeln. Also grundsätzlich sollte man ja irgendwo die Verluste absichern, aber Stop-Loss ist essentiell mittlerweile, ja, weil sonst quasi, wenn Sie in der falschen Richtung unterwegs sind, dann kann es halt sein, dass durch irgendwelche Inflationsdaten der Kurs tatsächlich richtig weiter in die Richtung geht. Ich zeige es Ihnen nochmal ganz kurz, es kommt gerade eine Frage nach Währungspaaren und da sieht es ziemlich ähnlich aus. Wenn wir uns mal auf den Euro-Dollar anschauen, na, da kann man das auch im Prinzip sehr schön sehen. Mal gucken, wann das war. Machen wir eine Stunde hier.
Ja, hier im Prinzip sehen Sie das halt sehr schön. Ne? Das sind halt dann die Stundenkerzen, die so richtig ausrasten sozusagen. Ne? Und das ist das, was tatsächlich aktuell viel durch Daten kommt. Ne? Und Sie sehen, das sind halt Sachen, wo Sie sehr, sehr schön mit so einer Momentumstrategie handeln können. Ja, also einfach, weil es halt nicht so normal seitwärts geht, sondern wenn der Markt in eine Richtung losläuft, übertreibt er typischerweise aktuell deutlich weiter. Super, das wird relativ viel Input, denke ich. Ich hoffe aber so, dass Sie es alle gut verdauen konnten. Und mir ist einfach wichtig, dass Sie da das große Ganze verstehen, weil das ist einfach, wenn man sich die Fragen beantworten kann, dann braucht man nicht so viel Zeitung lesen oder Marktmeinung zu irgendwas, sondern dann kann man sich sehr viele Sachen halt selbst herleiten. Wir gehen im nächsten Webinar nochmal im Prinzip mehr drauf ein, auch nochmal mit dem Ausblick, wie ich Sachen im nächsten Jahr einschätze. Wenn von Ihnen keine Fragen sind, bedanke ich mich. Freut mich, dass Sie so lange durchgehalten haben. Ja, gerade auch immer ist ja abends. Und freue mich dann auch, wie gesagt, wenn Sie in 2 Wochen beim Ausblick mit dabei sind. Wenn Sie andere Themen sich wünschen, sagen, das ist ein Thema, was interessant ist, immer gerne Vorschläge an ActiveJet schreiben. Freue ich mich auch immer, wenn da immer von Ihnen Nachfrage kommt. Und ansonsten gute Trades, besseres Verständnis für die Märkte und bis zum nächsten Webinar.